Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Ich begrüße euch ganz herzlich, wir sind wieder da und diesmal auch mit einer neuen Karte. Ich habe nämlich was Tolles rausgesucht. Ich habe ja eine relativ lange Liste gehabt und welche wir da noch nicht hatten, also gibt es ja mehrere, aber ich habe mir jetzt eine rausgesucht, die einigermaßen kurz sein soll, aber die auch ziemlich in sich hat. Nämlich die Wüste lebt, hat irgendwie aber nicht mit der Wüste zu tun, ist eine Karte von Deloron und sehr interessant gestaltet. Also wir sehen hier auf jeden Fall einige Berge und hier ein großes Seensystem. Bin ich sehr gespannt, wo es hier wie dann alles verstrickt ist und wo man wie lang gehen muss. Also hier oben sieht es aus, als wäre unsere Burg. Hier sieht es aus, als... Na gut, Burg könnte auch da sein, aber hier sieht es eigentlich schon relativ sehr danach aus. Naja, weiß ich nicht. Mal gucken. Und dann mal sehen, was sich so alles da verbirgt. Geschichte. Pilgrim möchte die Wüste Kala endlich aus dem Weg räumen. Ah, es geht also um keine Wüste, sondern um Kala, ne? Die einfach nur wüst drauf ist, okay. Damit er sich das Weingut von Kala schnappen kann. Dies wurde ihm nämlich höchstpersönlich von Dario zugesichert. Für diese große und schwierige Aufgabe benötigt er die Hilfe von einigen eigenartigen NPCs. Viel Spaß wünscht Deloron. Ja, eigenartige NPCs. Also mir wurde gesagt, die Story soll sehr aberwitzig sein, sehr sinnlos und ein paar Anspielungen auf das eine oder andere sollen aber auch drin vorhanden sein. Mal sehen, ob wir das bemerken. Wie auch immer. Ja, die Wüste lebt und sie muss beseitigt werden. Pilgrim meldete sich freiwillig, denn sein Wunsch, Kala die Fresse zu polieren, ist groß. Oder liegt es eher am Weingut, das er erben würde? Weiß nicht, warum man Fresse polieren hier schreibt. Ist ja frech. Du bist der Erzähler. Du bist eigentlich ein bisschen gepflegter im Umgangston. Egal. Momentan hält sie sich hier auf. Okay. Zurückgezogen in den Bergen mobilisiert sie ihre Truppen. Offensichtlich rechnet sie mit Pilgrim. Hat ganz schön viele Kanonentürme. Sie wird ihre Truppen hier sammeln und auf dich warten. Ja gut, solange sie nicht angreift. Ich hatte sie vermutlich nicht über ihr Weingut ausquetschen sollen. Also los, ich will Wein. Entschuldigung für den Versprecher. Ich will natürlich Gerechtigkeit. So tapferer Recke, mach dich auf den Weg und gönn dir diesmal kein Bier in der ersten Taverne. Oder es kommt wieder zu einem Desaster. Da konnte ich nichts für. Das war Erik schuld. Oder auch die von Dario. Oder war es Ari? Tja. Versuch dich nicht zu entschuldigen, bitte. Ich vergesse, dort befindet sich ein Bogenschütze. Vielleicht weiß er mehr über unser Gebiet. Außerdem sollt ihr mit Angriffen der Lordofana rechnen. Na super. Ein neuer Auftrag. Auch noch Angriffe von da. So, was haben wir hier erstmal? Erstmal ganz viel Leibeigene. Also, weil ich denke, wir werden ziemlich viele Leute brauchen. Dann möchte ich das natürlich erstmal direkt instant. Den schicken wir hier runter. Dann gucken wir erstmal, was wir hier haben. Hier haben wir Leute. Okay. Was war denn hier oben? Hier oben ist da... Ach, hier ist ein Schacht. So. Ah, okay. Ja, dann stellt sie ja gar keine Frage. Okay, dann ist da oben ein Schacht. Hier oben haben wir Leben. Sehr schön. Oh, ich benötige unbedingt einen Apfel. Ich muss den Kopf meines Kindes vom Apfel schießen. Oder war es den Apfel vom Kopf? Ja, wie im Tell ist das. Super. Schwierig. Ich glaube, ersteres war richtig. Genau, ersteres, ja. Egal. Hast du ein Bier? Ein Bier? Wieso ein Bier? Oh, das war die Macht der Gewohnheit. Ich benötige Informationen über das Gebiet. Weißt du etwas? Okay. Direkt in der Nähe haben sich Wegelager eingenistet. Oh, super. Ihr solltet sie so schnell wie möglich ausschalten. Okay, danke. Machen wir. Scheiße. Wegelager, na super. Außerdem haben sie das Dorf angegriffen und dem Erdboden gleichgemacht. Mich haben sie nur verschont, weil ich so gute Äpfelwitze kenne. Auch hier haben sie ordentlich gewütet. Ich habe gehört, ihr Anführer kennt Informationen über die Wüste Kala. Ah, und da bilden sie auch schon Truppen aus. Ja, dann hier, keine Zeit verlieren, Leute. Keine Zeit verlieren. Auf geht's. Nicht genug Essen. Auf geht's, Kollegen. Sofort. So soll es sein. Oh, was ist denn das hier? Ein Ach, da ist ein Stein. In großer Gefahr. Oh, und da ist ein Bergmann. Oh, und hier sind auch schon gleich richtig Truppen. Nett. Sehr nett. Wenn ihr meint. Also, hier oben ist ein Türmchen. Macht sie nieder. Machen wir den noch erstmal kaputt da. Wie ihr wünscht. So, super. Das heißt, wir haben hier jetzt 50.000 Leute, aber können mit denen nichts anfangen, weil,
Platzmangel und so. Dann, dann holzen wir auch hier erstmal alles weg. Ja. Ach so, was vielleicht auch mal ganz geschickt wäre. Ja. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir irgendwo eine Hochschule bauen. Oder hier unten geht auch. Wir können auch hier unten eine Hochschule bauen. Ist eigentlich egal, ne? Ich möchte nur erstmal hier Platz schaffen, weil es sieht nie so aus, als ob wir hier wirklich viel Platz hätten. So. Attacke! Dann macht mal hier so ein bisschen Ärger. Einmal ein paar Leutchen hier wegschießen. Dass wir so ein bisschen... Hier, mach mal so. Dann machen wir hier die nächsten. Einfach erstmal die Leute hier so ein bisschen wegschießen. Wird gemacht. Pilgrim bleibt da schon ruhig mal stehen. Zahlt das. Das ist schon in Ordnung. Also das Problem ist leider, dass unsere Leute jetzt alle durchlaufen wollen. ich weiß nicht, warum da unsere Arbeiter jetzt hier durchlaufen wollen. So. Auf sie! So, lasst euch nicht stören von den Idioten da. Die machen doch gar nichts. Ergreift sie! So, Lehrt sie das die Vögel fürchten. Hier müssen wir auch noch Platz kriegen. Wird gemacht. Okay, sehr schön. Dann können wir uns als nächstes eigentlich hier um das nächste Türm hier. Ach, jetzt kommen da gerade neue Leute. All eure Siedler versorgen zu können. Okay. Jetzt könnt ihr zeigen, sie hier erstmal wegschießen, bitteschön. Dankeschön. Na, Pilgrim hält er schon aus, oder? Der hält er schon aus. Das wird schon. So. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Hier das Türmchen weg. Lauft nicht zu nah ran, bitte. Nicht, dass da irgendwas passiert. Okay, die Bergmänner können jetzt hier zumindest erstmal durch. Das ist ja schon mal ganz nett. Aber ich muss dann unbedingt da diese Steine wegholen. Attacke! So. Ach super, da sind auch noch... Na super, das ist natürlich ganz große Klasse, wenn jetzt da auch noch Arbeiter kommen, um den Turm zu reparieren. Für Ruhm und okay, Ehre. Na, da kann sich ja Pilgrim drum kümmern. Dann machen wir erstmal den Turm weg. Angriff! So, was ist mit euch? Genau, ich muss hier erstmal... Ja, ich ja. muss hier auch parallel irgendwie ein bisschen was bauen oder so. So, hier macht ihr erstmal hier alles weg. Okay, danke schön. Attacke! Ballisterturm. Erstmal den Ballisterturm. Verdammt, ey. Die machen natürlich richtig Ramazama. Und jetzt gehen sie natürlich auf meine Leute hier drauf. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Bloß keinen töten. Na gut, einen könnte ich ja theoretisch verlieren, aber kriegen wir auch so hin. Ergreift sie. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, die sind weg. Die sind sehr schön weit weg jetzt erstmal. Bezahlen ihre Pilgrim setzen wir hier hin. Halt, 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 halt. Lehrt sie das für nicht sowas machen wir. Jo. Genau, Pilgrim hält sie einfach alle auf. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? So, Leibeigenen töten. Dankeschön. Seine Studie nächsten Leibeigenen töten. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Dann den Typen da töten. Oh, bleibt hier bitte, essen. Bitte hier bleiben. Einer eurer Helden wird angegriffen. Was ist denn da noch ein? Ach so, da war so ein Vogel. So, den können wir uns da ganz gemütlich vom Halse schaffen. Ergreift sie. Angriff. Pilgrim schicken wir hier noch ein bisschen weiter rein. Bis in den Tod. So, was haben wir jetzt hier? Hier mal solche Vögel. Können wir hier theoretisch ein Wohnhaus bauen, ne? Aber machen wir mal. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Versorgung. Hier, guck mal. Können wir schon gleich eine Kaserne bauen. Das ist doch schön. Dann können wir nämlich hier uns irgendwo eine Kaserne hinsetzen, ein paar Leute ausheben. Und dann können wir hier mit denen noch viel schneller das kaputt machen. Ich möchte einmal so schnell wie möglich das Ding da weg haben. Das wäre mir jetzt relativ wichtig. Oh. Ich sehe aber, wir haben auch noch ein kleines anderes Problem. Wir sollten nämlich vielleicht... Ja. Vielleicht die... Gut. Ach so, da ist noch ein Ballisterturm. Okay, das heißt, da ist dann schon wieder der nächste. Wenn ihr meint... Ja gut, dann Achtung! Bleibt hier mal so. All eure Krawumms, sind belegt, dann erstmal hier noch obdachlose eine Kanone hin. Forschung abgeschlossen. Und dann, da ist das Dorfzentrum von denen auch, aber das ist mir jetzt eigentlich erstmal egal, weil betrachtet die Sache als erledigt. Das ist gerade nicht so wichtig. Wird gemacht. Okay, ihr geht bitte auf den Ballisterturm und Pilgrim bleibt hier. Ja, ist oh, zwei Ballistertürme. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Da kommt schon wieder Leibeigene anmarschiert. Das ist natürlich super geil. Sehr geil. Kaserne. Wohin?
Wohin? Kein Platz? Nirgends? Ah, hier wäre ein bisschen Platz. Aber auch nicht viel. Machen wir da mal hin. Machen wir irgendwo da unten jetzt halt. So, was kommt hier? Pilgrim wird attackiert. Wie ihr wünscht. Na klar. Wird gemacht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, oh, wie viele Ballistertürme haben die denn hier? Erstmal die Typen hier bitte. Das könnte ein bisschen lauter werden. Bevor Pilgrim gleich hier am Ende seiner Kräfte ist. Wird gemacht. Gut. Hilfe. Ja, ist obwohl eigentlich könnte Pilgrim jetzt auch kurz sterben. Das wäre jetzt auch nicht so wichtig. Ja, nein, bitte den Ballistertürmen, der ist gerade ein bisschen wichtiger. Gut. Ja, jawohl. So, Pilgrim ist wahrscheinlich gleich tot. Oh, meine Leibeigenen laufen einfach hier durch. Na klar. Zum Glück ist hier keiner. So, sehr gut. Oh. Wie ihr wünscht. Ach so, ja gut, komm. Die können wir auch ruhig hier. Wie ihr wünscht. So. Was haben wir hier noch? Ja, ist jetzt dürfte ja eigentlich nicht mehr viel kommen, ne? Gut. Ach, okay, guck mal. Das muss ja eigentlich nur die Typen ja platt machen, ne? Lehrt sie das Fürchten. Hier, den Schwertkämpfer zum Beispiel. Einfach niedermetzeln. Einfach niedermetzeln da. Einfach niedermetzeln. Für Ruhm und Ehre. Das klappt wahnsinnig bis gut. In den Tod. Das macht ihr richtig genial. Ja, genau. Jetzt sind nämlich gerade noch hier welche rausgekommen. Wieder frisch. Pilgrim, komm mal kurz zurück. Betrachtet die Sache als erledigt. Und den hier bitte auch töten. Dankeschön. Macht sie nieder. So, dann hier den Ballisterturm erstmal weg. Warte. Seid unbesorgt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. So, erstmal alles wegholzen hier. Wäre schon mal sehr nice. Nur Mut. Wir werden siegen. Pilgrim ist gleich tot. Aber na gut. Noch lebt er. Das ist die Hauptsache und der Ballisterturm ist gleich weg. Sehr schön. Nur Mut. Wir werden so siegen. Das ist doch wunderbar. Dann gucken wir mal, ja, ob es hier noch mehr Türme gibt. Für Ruhm und Ehre. Aha. Nur Mut. Auf jeden wir Fall kommt hier schon wieder eine weitere Einheit. So, ihr habt das hier geschafft. Wer? Aber gern. Wer hat's nicht gesagt? Achso. Ich habe auf jeden Fall was anderes gesagt. Verdammt, wir sollten nämlich mal Bildung vielleicht erforschen. Bis in den Tod. Ach, na ein Glück. So, die haben wir schon mal weg hier. Das, ich glaube, wenn man die zu lange machen lässt, weil wenn die in dem Lehrt Tempo ausbilden, dann wird das wahrscheinlich richtig ätzend. Wird gemacht. Nur Mut. Von daher ist es schon ganz gut, dass wir die jetzt hier gleich bis in den Tod haben. Lehrt sie das Fürchten. Okay, weißt du was, ich nehme einfach einen Trupp nur, Angriff. Der sich um die Leibeigenen kümmert. Das sollte ja eigentlich reichen. Lehrt sie das Fürchten. Das sollte eigentlich reichen. Und der Rest macht in der Zeit einfach die Angriff. Kaserne nieder. Für Ruhm und Ehre. Na hallo, werter Leibeigener. Macht sie also, nieder. Den hier müssen wir natürlich auch schnell noch niederwalzen. Bevor es hier Ärger gibt. Nur Mut. Mann, jetzt kommen die hier mal mit den Leibeigenen voll an, ne? Haben eine neue Technologie. Das wollen sie aber hier echt wissen. Bis in den Tod. Na gut, wir haben sie ja schon fast fertig, die gute Kaserne. Ja, der Problem Tag ist natürlich echt, wenn wir hier so wenig Leute haben, also nur so wenig Leute bis in den Tod rekrutieren können, dann wird es natürlich echt lustig. Aber ich glaube, ja, ich kann mittlerweile ausbauen, das ist gut. Dann können wir auch hier schon mal Alchemie schon mal erforschen, das ist auch schon mal wichtig. Nein, du musst hier draufschießen. Aufschießen wir. Nur Mut. Dankeschön. Wir werden siegen. Oh Gottchen, ey. Bis in den Tod. Und da kommt schon wieder der nächste. Aber guck mal hier, der Trupp hat schon 5 Sterne. Angriff. Dann machen wir doch mal einen kleinen Wechsel hier. Nur Mut. Dass ihr das wir macht. Werden siegen. Dann kriegt ihr nämlich auch schon mal hier noch ein paar Sterne dazu. Dann haben wir schon mal noch einen weiteren 5 Sterne. Macht sie nieder. Eigentlich ganz geschickt, ne? Wenn die so fröhlich ihre Leute hier ausbilden. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Eine Kaserne ist ja gleich weg. Dann haben wir ein bisschen Alle mehr Ruhe. Sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Oh Gottchen. So. Da ist der Attacke. Nächste Leibeigene. Wie sieht es überhaupt aus? Oh, wir haben
ziemlich wenig Leben. Ich glaube, ich sollte mal hier unten von diesen... Ah ne, wo sind die denn, die Holzfäller? Mit denen oben sind die alle. Wo hab ich die denn alle hingeschickt? Ach, hier ist die ganze Meute. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Dann geht ihr mal Lehm mit hacken, der. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, was das denn hier? Die können ja nicht einfach hier das Ding flicken. Attacke. Das kann ja wohl nicht sein. Auf in den Kampf. Attacke. So. Sehr schön. Alles niedermetzelt. Oh, Pilgrim. Pilgrim, da. Wie ihr wünscht. Musst du mal gucken. Wenn ihr meint, betrachtet die Sache als erledigt. Jeffob? Bleib still. Ah, ihr habt es so gewollt. Wie dreist. Du hast Darius Spruch geklaut. Haha. So. Hautegen. Okay. Ich wollte nur einmal hören, wie der klingt. Und was sagst du dazu? Es hört sich an wie bei einem Waschlappen. Hast Darius wirklich gut imitiert. Ja, supi. Wo gehen jetzt diese beiden blöden Diener hin? So, kommen wir zum Geschäft. Entweder sagst du mir, was ich wissen will, oder ich töte dich. Oh, weh. Wie komme ich also zu euren Carla? Da ich noch Karriere als Schauspieler machen möchte, sage ich sofort, was du wissen willst. Hier hält sich ein Torwächter auf. Er sollte mehr darüber wissen. Okay. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine rosige Karriere. So, hier. Was? Hier sind zwei... Ich höre da die Basteln noch irgendwas. Wir werden siegen. Also. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Gott, ey, lass den bloß in Ruhe da. Ich will nicht wissen, was jetzt hier die beiden idiotischen Leibeigenen da machen. So, aber ich kann auf jeden Fall zwei Trupps Speerträger mal ausbilden. Ho! Mhm. Die bauen da unten anscheinend einen Aussichtsturm. Sieht zumindest so aus. Na toll, jetzt. Rennen die wie die Maden von A nach B und machen alles kaputt oder wie oder was machen die jetzt hier? Bauen jetzt überall Türme mitten in die Welt? Ist das deren Ernst? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil dann habe ich Angst. Nicht genug Taler. Nicht genug Taler. Ja, sehr gut. Macht sie nieder. So, macht ihr mal mit dabei der Burg. Ja, ist klar. So, warte mal, hier ist auch ein Trupp, der dann dafür sorgen muss, genau, dass hier nicht irgendwelche Leibeigenen sich vergnügen. Na, dann will er wohl noch sterben. Das kann ich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nein, ich möchte eigentlich an den Leibeigenen, genau, den möchte ich gern. Wunderbar, das ist doch jetzt gut gegangen. Das hat jetzt gut geklappt. Nur Mut. Oh, diese blöden Leibeigenen immer, das ist natürlich richtig nervig. Auf mit dem Kampf. Wieso kriege ich die denn nicht Instant Kill? Lehrt sie das fürchten? Ich nicht. Ich will immer noch leben. Ich muss den erstmal mega viel reparieren. Wisst ihr, was ich auch eigentlich schon mal längst machen könnte? Ich könnte mir schon mal Veredelungsanlagen bauen. Hier wahrscheinlich am geschicktesten hin, ne? Weil hier ist das wird wohl nichts. Machen wir da mal einen hin. Und, ihr habt eine neue Technologie. Hier können wir mal eine Schulhütte hinbauen. Ach so, da ist ja noch. Da ist ja noch zu. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das wird nix. Keine Ahnung. Du machst mal hier auf. Was davon. Dankeschön. Oh ja. Mann, ey, jetzt reparieren die ihre Burg bis so fleißig. In den Tod. Angriff. Die nehmen sie aber auch ganz genau hier. Bis in den Tod! Wollen sie aber auch ganz genau alles wissen. Bis in den Tod. Ja. Naja, gut. Sollen die mal machen. Lehrt sie das fürchten? Wir können... Ach, guck mal. Nee, können wir nicht. Ich wollte fragen, hier, wir können da sogar noch ausbauen. Ich aber bin fertig hier. Das wird dann kann wohl nichts. Feierabend machen? Ja, also fast. Wenn nicht direkt. Wir brauchen noch Leben. Siedler haben keine nicht genügend Platz Leben. Baut mehr Bauernhöfe. Das ist natürlich dann doof. Eure Siedler versorgen zu können. Also wie viel Eisen können wir eigentlich verdienen? 500. Komplettes Programm. Sehr geil. Und hier sind schon wieder Leibeigene. Mann, ey, ist das ätzend. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Die rekrutieren ja ohne Ende. Vielleicht hätte ich doch erst das Dorfzentrum kaputt machen sollen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das Dorfzentrum. Das wäre auch insofern geschickt, weil dann kommen die hier trotzdem weiter raus und rennen ständig es da runter. Zu wenig Betten. Aber na gut, hätte ich vielleicht irgendwie nie auf den Weg gestellt. Baut mehr und dann, das ist halt nicht so eure Siedler gewesen. Versorgen zu können. Aber es geht ja voran. Der Abrechnung. Guckt euch das an. Es geht ja voran. So, Pilgrim kommt auch schon wieder. Hier ist jetzt offen. Sehr gut. Ah, hier ist aber auch schon Polen offen, ey. Na,
Halleluja. Ich habe auch noch nicht wirklich viel erforscht. Wir also, ne? Läuft noch nicht so viel. Tja, muss ich mal gucken. Ich könnte hier einen Marktplatz bauen, aber wozu liegt damit? Sofort. Achso, hier, ich könnte aber auch mal Bauernhöfle oder sowas hier errichten. Oder noch ein Wohnhaus. Aber gern. So, da zum Beispiel. Oh. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, die sind auch erstmal weg. Sehr gut, Pilgrim. Macht hier auch nochmal kurz einen Prozess. Macht sie nieder. Sehr nice, dann sind die doch gleich am Ende hier. Bis in den Tod. Auf in den Kampf. Okay, gut. So, allerdings, wie war das hier? Irgendwo hier sind diese komischen Orangenen noch. Die wollen mir auch irgendwie an die Wäsche. Nur Mut. Da muss ich natürlich echt gucken, dass ich hier möglichst schnell das alles in den Griff kriege. Nur Mut. Dann können die egal sein, die komischen Typen da. Lehrt sie Hallo, das fürchten. Den Leib eigentlich mal töten. Auf in den Kampf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Okay, Burg ist gleich weg. Oh. Meine Güte. Wir kümmern uns darum. Ich hätte ihn nicht mal besiegen müssen, ne? Sehe ich richtig, weil ich hätte ja nur mit dem Typen quatschen müssen. Mehr ist ja nicht. So, Burg ist gleich weg. Ich hab sehr gut. Danke. All eure Wohnhäuser sind belegt. Burg ist gleich weg. Noch obdachlose Siedler. Burg ist gleich weg. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Burg ist weg. Sehr gut. Dann alle töten hier. Direkt die letzten Leibeigene nochmal mitnehmen. So, und Pilgrim ist der... Pilgrim geht jetzt vor. Nicht, dass hier gleich noch irgendwo ein Turm erbaut wurde. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ah, sehr gut. Dann kriegen wir hier ein zweites Dorfzentrum, was auch schon mal sehr nice ist. Wir erledigen das. So sehr, soll sehr es nice sein. Ist das. Sehr cool. Finde ich ja, gut. Ist gut. Dorfzentrum braucht man nämlich. Kann man nie genug haben. Ach so, hier komischer Ballisterturm. Ja, mein Gott. Der ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah, so, hier oben ist nicht mal irgendwas. Das ist schön. Ja? Dann haben wir es noch leichter. Dann brauchen wir echt einfach nur hier oben ganz schnell Eisenschacht hinbauen. Sehr cool, sehr geil. Das gefällt mir. Das heißt, ja, wir müssen eigentlich echt nur hier ganz entspannt das alles Attacke. Glatt machen. Und dann sind wir auch schon irgendwie fertig. So, was sagt ihr hier? Wollen wir da noch hier ein weiteres Schmiedehütte hinbauen? Ja, ne, machen wir mal. Und was sagen unsere Forscher? Die, die warten darauf, dass hier mal die Festung ausgebaut wird. Aber wir haben natürlich kein Lehm. Na klar. Kein Lehm. Die hacken ja doch schon seit Ewigkeiten rum. Das sind 20 Mann oder so. Wieso kriegen die kein Lehm zusammen? Gibt's ja wohl nicht. Okay, na gut, es geht ja relativ schnell. Es geht ja relativ schnell. Müssen wir nur noch ein bisschen warten, dann haben wir es ja schon. Jo, was sagt ihr bislang zur Karte? Ist interessant, ne? Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Das Coole ist ja, anscheinend haben wir echt nur diesen Zugang hier mit dem Tor. Ihr benötigt mehr Leben. Es gibt zu wenig Betten. Das heißt, theoretisch können wir uns hier auch erstmal eine fette Defense aufbauen. Dann können uns alle mal die hier irgendwie hoch wollen. Ausbau fertig. Wenn die von hier kommen. Weil ansonsten, hier geht's nicht durch. Hier ist auch eine Bergkette, Bergkette, Bergkette. Und hier ist dann der Turm. Ja gut, der ist mir jetzt auch gleich. Ich will da, glaube ich, gar nicht hin so schnell. Das muss gar nicht sein. So, ihr seid fertig. Gut. Ja, ja. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Meine Güte. Alle Bauernhöfe sind belegt. Ja, ganz schön viel Krams Einige hier. Einige Siedler haben nichts zu essen. Und zu wenig Leben, natürlich. Was sonst? So, Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dach, Chef. Ja, Dach auch. Schön, dass ihr euch freut. Das ist doch immer toll. Wenn Leute glücklich sind, bin ich auch glücklich. Meine Güte, ey. Ach so, hier, warte mal. Wir können hier zumindest die beiden Sperrträger-Heinzels hier... Angriff! Können hier mal anfangen, so ein bisschen zu säubern. So, und ihr veredelt fleißig, ne? Sehr schön. Gefällt mir. Macht mal weiter so. Macht mal ruhig weiter so. So, können wir hier irgendwo im Bauernhof? Ja, theoretisch hier direkt vor die Tür, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Komm, bau da mal einen Bauernhof hin. Das kostet wieder Leben. Und ich habe keine Steine. Ach du, Heiliger. Steine fehlen auch.
Das ist natürlich auch nicht so geil, weil bräuchte ich hier zum Ausbau. Mal sehen. Mal sehen, hacken wir erstmal noch ein bisschen auf den Lehmkrümeln rum und dann nach und nach machen wir es alles. So, hier, Pilgrim geht hier runter. Ich mache diesen Turm am besten gleich kaputt, bevor es hier irgendwelche Probleme gibt. Ausbau fertig. Hey, ich habe eine Festung. Voll episch. Haben einen Held. Ach, hier haben sie sogar zwei gebaut. Wenn ihr meint. Ich glaub's ja nicht. Vielleicht zwei stehen da. Was wollte ich? Regierung, ne? Damit ich hier Schmiede und Ziegelhütten ausbauen kann. Oder wollte ich Handelswesen? Ne, wollte ich gar nicht. Wie viel ist denn hier veredelt? Nicht viel. Aber ist eigentlich auch egal. Es ist oder stehen es her, dann Schießplatz oder so. Ah nee, ach komm, Regierung. Ja, ich glaube oben im Schiffelschacht waren 20.000 oder sowas drin. Das sollte eigentlich locker Macht reichen. Macht sie nieder! Eigentlich sollte das dann locker reichen. Gut, weiß man natürlich vorher nicht. Aber ich gehe mal nicht davon aus, da irgendwas stand mit 2 Stunden oder so. Ist so der schnellste Weg durchzukommen und sehr viel länger sollte es dann auch nicht dauern. Geht nicht zu nah dran. Auf sie! Ach so, ist auch noch ein Aussichtsturm hier. Toll, habe ich meine Kanone ja schön verschwendet. Super. Da ist noch ein Steinbruch. Cool. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Bauer beginnt eure Sieben können wir doch hier mal. Mahlzeiten komm, machen wir das hier noch mal platt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe. Oh, vielleicht sollte ich mir den Steinbruch doch noch nicht. doch noch nicht gönnen. Hm. Wie viel ist da drin? Achso, da sind nur 6000 Eisen drin. Mit Eisen sollte ich vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger umgehen. Es ist dann doch nicht ganz so viel, was wir da zur Verfügung haben. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ja, also egal, komm wieder her hier. Komm ran. Komm ran, Mann. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, gehst du hier vorne hin. Was mit dir, Kollege? Kollege. Wir gucken mal am Wohnhaus dahin bauen. Das ist doch schön. Dann könnt ihr das Hausruinchen noch weghauen. So, und wir haben auch mal ein paar Wohnhausplätze, ne? Das ist doch schön. So, Handelswesen für Dala. Ja. Und hier erstmal ausbauen. Das sind Steine, verdammt. Ich brauch mal hier. Wo sind die ganzen Holzfäller hier? Diese ganze Holzfäller-Bagage hier. Die können wir doch lieber erstmal um Steine kümmern dann, anstatt um schon mal daran gedacht, ein paar Becken mehr zur Verfügung zu stellen? Genau, hier noch? Haben wir hier noch jemanden? Nö. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Sind hier noch welche? Nö. Wo sind die denn alle? Jetzt etwas sind die? Ach, hier sind die. Okay. Hier war da an der Burg noch oder so? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Dann bitteschön erstmal ein paar Steinchen wegkloppen. Dann können wir nämlich hier die ganzen Schmieden ausbauen und dann können wir damit deutlich schneller Eisen veredeln. Und dann geht's richtig rund. Dann können wir also richtig fett hier uns tolle Sachen machen. Ganz tolle Sachen können wir uns machen. Erstmal einen Bauernhof hinbauen. Erstmal einen Bauernhof hinbauen, ganz wichtig. So, hier können wir. Schießplatz passt hier auf jeden Fall auch noch rein. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir hier, also wir müssen hier echt alles abholzen. Die Kaserne steht natürlich ein bisschen blöd da so zentral, aber ja gut, hier oben kann man auch noch was hinbauen, denke ich. Nicht viel wahrscheinlich, aber zumindest ein bisschen was. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Warte mal hier. Das Gebäude, das sollte eigentlich hier gehen, ne? Guck mal hier. Soweit. Ihr könnt euer Wohnhaus ausbauen. Es gibt nicht genug zu essen. Es gibt nicht genug zu essen. Und Wohnhäuser auch nicht, aber Wohnhäuser baue ich jetzt erstmal. So, haben wir jetzt schon mal ein bisschen Platz. Können wir das ausbauen? Nee, noch nicht, natürlich nicht. Aber das kriegen wir noch am Ende der Folge hin. Das schafft man noch hier. Das geht noch. Steht da nicht mehr viel. 90 und 200. Sehr gut. Ja, ihr seht, ich spare überhaupt nicht meine Rohstoffe auf. Ich bin krank, anscheinend. Anscheinend werde ich krank. Komisch. So, Pilgrim, Kanönchen. Achtung, mit der Kanone einmal hier jetzt hinbauen. Dann natürlich wie stehen bleiben. Und nur falls da jetzt irgendwann wer kommt. Ich hoffe, dass nicht da so bald einer ankommt, weil das würde sonst ziemlich böse enden können. Fertig. Weil ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe ja bislang überhaupt nichts hier. So, aber die arbeiten jetzt erstmal fröhlich, ne? Die können jetzt erstmal alles veredeln. Das fände ich sehr gut, wenn die das machen. Ausbau fertig. Ausbau fertig.
Sehr gut. Okay, und bei uns ist der Ausbau jetzt auch fertig, denn wir beenden hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es dann weitergeht mit dieser Mission, ging soweit ganz gut los. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Also ich habe zumindest, hoffe ich, nicht viel falsch gemacht. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.